4 Meter hoch, 30 Tonnen schwer und voll beladen mit Gülle. Der Maschinenringschwalm Eder präsentiert seine neue Güllemaschine. Sie kostet 500.000 Euro und wird gegen Entgelt an Landwirte im Ring verliehen. Das Besondere an ihr, sie fährt mit versetzten Spuren und schont so den Boden. Mehr weiß Wolfgang Koch, Geschäftsführer des Ringes. Wir bringen mit dieser Maschine die Gülle bodennah bzw. direkt in den Boden aus. Wir erzeugen Schlitz im Boden, in den die Gülle abgelegt werden. Dadurch gibt es wenig Geruchsbelästigung, wenig Emissionen, keine Stickstoffausgasung in die Atmosphäre. Und wir versorgen die Pflanzen mit Nährstoffen direkt dort, wo sie brauchen, im Wurzelbereich. Das sieht dann so aus.